Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Wir haben heute Sonntag, es ist ein wunderschönes Wetter. Ich bin ein bisschen im Verkaufswagen unterwegs und denke mir, ich muss da mal so ein kleines Statement dazu geben. Und zwar geht es um die Aussage des meiner Meinung nach extrem unverschämten, hochnäsigen, arroganten Landesverband Schleswig-Holstein. So, musste schnell ein paar Leute zufriedenstellen, das kann immer wieder zwischendurch passieren, natürlich, klar. Okay, wir sind stehen geblieben bei diesem meiner Meinung nach extrem arroganten, unverschämten Landesverband Schleswig-Holstein. Und zwar hat der NDR eine Reportage gebracht am 18.05.2023. Ich werde euch informieren. Etwa 4000 Imkerinnen und Imker sind im Landesverband Schleswig-Holstein zufolge in Vereinen organisiert. Laut Schätzungen Imkern noch einmal so viele ohne das nötige Fachwissen. Wer bestimmt das? Weiter. Diese sogenannten YouTube-Imker gefährden nicht nur das Leben ihrer eigenen Bienenvölker. Was für eine dumme Aussage. Also jeder, der nicht im Landesverband organisiert ist, ist ein YouTube-Imker. Und jeder YouTube-Imker gefährdet nicht nur seine Bienenvölker, sondern auch die Völker anderer Imker. Wie einfach man sich die Welt stricken kann, wenn man auf ganzer Linie versagt. So einfach kann es sein. Immer die anderen sind schuld. Die anderen. Nie ich selbst. Nicht der Imker ist schuld, nicht der, der hinter der Kiste steht, ist schuld, sondern der, der vor der Kiste rumwerkelt. Der Bauer zum Beispiel. Aber es geht weiter. Das ist ein Bericht von Astrid Wolf, steht hier. Harmonisches Summen im Garten und einmal im Jahr selbstgeschleuderter Honig. Imkern liegt voll im Trend. Ja, das ist richtig, das kann ich so bestätigen. Die eigenen Bienenvölker im Garten stehen zu haben, viele verbinden damit das mit einem Gefühl der Entschleunigung und Naturverbundenheit. Ja, korrekt. Die ganze Propaganda, die ganze, ganzen Informationen, die man bekommt, mehr zurück zur Natur, rettet die Biene, Insektensterben etc., die führen ja letztendlich auch dahin, dass die Leute gerne besagte Insekten und am liebsten natürlich, weil Biene Maya ist ja ein Bienchen, am liebsten natürlich die Biene unterstützen möchten. Ist ja nichts Falsches, ja? Erstmal. Weiter geht's. Die Begeisterung freut Christian Krug vom Landesverband der Imkerinnen und Imker in Schleswig-Holstein. So seien die Kurse in der Imkerschule in Bad Segeberg seit Jahren gut gebucht. Das ist nicht nur dort so, das ist allgemein, dass die Imkerkurse gut gebucht sind. Auch meine Imkerkurse sind gut gebucht, ich kann mich nicht beschweren. Wer mit dem Gedanken spielt, sich Bienen zuzulegen, sollte sich jedoch über die Verantwortung klar sein. Da muss ich sagen, da sind wir d'accord, das ist in Ordnung. Es geht weiter, Bienen brauchen Fürsorge, sonst werden sie leicht krank. Ja. Die Honigbiene, die heutige Honigbiene, wie wir sie halten, braucht Fürsorge. Das stimmt. Allgemein auf die Biene bezogen ist es eine Falschaussage, ist eine Lüge. Aber gehen wir weiter. Also ich gehe mal davon aus, dass es auf die heutige Honigbiene, auf unsere Honigbiene bezogen ist. Dann kann man es als richtig bezeichnen. Ja. Weiter geht's. Es ist nicht damit getan, sie einfach hinzustellen. Das ist richtig, sagt der Landesverbandschef. Das ist richtig, das darf nicht sein. Einfach nur Bienen in den Garten stellen und sagen, die Natur macht's, wie so manche Leute anderen versuchen zu vermitteln. Du brauchst nur die Biene hinstellen, die machen das seit 10 Millionen oder seit 100 Millionen Jahren, egal wie viel, machen die das so und die sind immer klargekommen ohne den Menschen. Das stimmt nicht, das ist falsch. Also da gehe ich auch mit d'accord, ja. Schreibt da weiterhin, die Bienen brauchen Fürsorge und eine gewisse, Bienenvölker, die sich selbst überlassen werden können, zum einen verhungern, kommt darauf an, wo sie stehen. Das ist eine Falschaussage. Wenn die Bienen in einer Umgebung stehen, wo sie auch ordentlich Tracht einfahren können, wo sie ihr Lager füllen können bis zum Herbst, dann verhungern die auch nicht. Auf gar keinen Fall. Bienen legen sich das ganze Jahr über, sofern sie können, ein Lager zu, das dann
hoffentlich auch über den Winter reicht, dann verhungern die nicht. Also auch diese Aussage ist sehr, sehr fragwürdig. Man sieht, dass es jemand geschrieben hat oder auch jemand die Aussage getätigt hat, der doch sehr, sehr, sehr wenig Erfahrung hat mit Bienen, sehr wenig Informationen hat, wie so ein Bienenvolk sich entwickelt, wie es sich verhält, wie es das Jahr über lebt. Egal, ob unter imkerlicher Betreuung oder als freie, wildlebende Bienenvölker, das spielt keine Rolle. Weiterhin zum anderen können sie von der Varroa-Milbe befallen werden, ein Parasit, der sich von den Larven ernährt. Auch schon wieder falsch. Dieser Parasit ernährt sich nicht nur von den Larven, sondern auch von den adulten Bienen. Hier ist so viel falsch geschrieben in diesem Artikel. Das ist haaresträubend. Und dann aber die YouTube-Imker als die Bösen hinstellen, die ihre Bienenvölker sterben lassen und nicht nur ihre Völker, sondern auch die anderen. Dann wird weiterhin geschrieben, befallene Völker werden so geschwächt, dass sie dann leicht an der amerikanischen Faulbrut erkranken, einer hoch ansteckenden Tierseuche. Also noch falscher geht es ja gar nicht mehr. Egal, ob das ein schwaches oder ein starkes Volk ist, die amerikanische Faulbrut lauert überall und jeder Ecke. Vor allen Dingen im Honig aus dem Ausland, die mit Faulbrutsporen versetzt sind, denken wir an Honige aus Chinesien zum Beispiel. Da kann man fast zu 100% davon ausgehen, dass es Faulbrutsporen verseuchte Honige sind. Wenn die dann nachher, die landen meistens in Hotel-Honigtöpfchen oder in Großfässern bei Abfüllern. Wenn diese Tischhonigbecherchen nicht ganz leer gemacht werden, in Abfall gekippt werden, Abfall ist nicht ganz zu. Bei den Großabfüllern, die Großfässer nur rudimentär gereinigt, Reste immer noch drin, damit Faulbrutsporen auch vorhanden in diesen Billighonigen. Dann werden natürlich Bienenvölker darauf fliegen, die werden diesen Honig einsammeln und diese Faulbrutsporen in das Volk reintragen. Das ist der richtige Weg. Also es hat mit schwachen Völkern nichts zu tun. Nicht ein schwaches Volk erkrankt an amerikanischer Faulbrut. Jedes Volk kann an amerikanischer Faulbrut erkranken. So viel Dummheit in diesem Artikel, so viel Dummheit. Ich verstehe es nicht. Ich muss aber auch nicht alles verstehen. Weiterhin wird hier geschrieben, im Kurs lernt man, was gegen die Varroa-Milbe hilft. In Imkerkursen lernt man, die Bienen gut durchs Jahr zu bringen und sie auch davor zu schützen, dass die Varroa-Milbe im Bienenvolk überhand nimmt. Jo, das lernt man aber nicht nur im Imkerkurs. Auch in den gesamten YouTube-Videos wird immer wieder erzählt und immer wieder erklärt und gezeigt, auf verschiedene Arten, wie man die Varroa-Milbe überprüfen kann, wie man sie in den Griff bekommen kann, wie man es behandeln kann gegen die Varroa-Milbe. Und zwar wirklich die verschiedensten Arten werden auf den YouTube-Kanälen gezeigt. Von YouTube-Imkern übrigens. Die Imker, die ihre Bienenvölker angeblich sterben lassen. Okay, geht ja weiter. In vielen Online-Tutorials hingegen kommen diese Themen kaum vor, sagt Landesverbandschef Christian Krug. Also meiner Meinung nach ist dieser Landesverbandschef Christian Krug ein Vollidiot. Diese Meinung darf ich haben, ist meine persönliche Meinung. Ist meiner Meinung nach ist er ein Vollidiot, der von der tatsächlichen Situation nicht die geringste Ahnung hat. Solche Leute gehören nicht als Landesverbandschef eingesetzt, aber man weiß ja, dass die Leute, die nichts taugen, am besten immer nach oben befördert werden. Die sitzen auf Posten, die keiner haben will. Und so vielleicht auch der Landesverbandschefsposten. Ja. Weiterhin wird geschrieben, so können die Bienen leicht erkranken und andere anstecken. Betroffene Bienenvölker ziehen andere Bienen aus dem Flugradius durchaus 11 Kilometer mit in den Ruin. Also er spricht hier von einem Flugradius von 11 Kilometer. Dieser, wie heißt er? Christian Krug hat scheinbar nicht die geringste Ahnung von dem Flugkreis eines Bienenvolkes. So ist es doch wirklich absoluter Usus, dass ein Bienenvolk maximal in der Hochsaison, wenn viel Tracht eingetragen werden kann, 3 Kilometer weit fliegt. Eher 2, aber maximal 3. Es ist allgemein bekannt. Ihm nicht. Er weiß es nicht. Er weiß es einfach nicht. Weiter geht's. Viele YouTube-Imker lassen Bienen nicht auf Faulbrut testen. Das ist eine Lüge. In den YouTube-Kanälen, auf vielen YouTube-Kanälen, also die YouTube-Kanäle, die ich kenne, und ich kenne ziemlich viele,
bestimmt nicht alle, okay, aber ich kenne ziemlich viele auf allen YouTube-Kanälen. Fast allen YouTube-Kanälen wird gezeigt, wie eine Futtergansprobe genommen wird. Da wird immer wieder darauf hingewiesen. In anderen Landesteilen wird der Bienensachverständige über die Völker drüber geschickt, dass der sich alles anschaut, um wirklich eine Faulbrut ausschließen zu können. Also hier ist wieder ganz klar eine Polemik aufgebaut, um eine Meinung zu erzeugen. Um Leute anzustacheln, Leuten anzuheizen. Und die bösen YouTube-Imker, die sind schuld dran. Ist das seriös? Kann nicht sein. Da suchen dumme Leute, andere dumme Leute, die ihnen Glauben schenken. Weiter schreibt man, wird ein Fall der amerikanischen Faulbrut gemeldet, wird ein Sperrbezirk rund um das betroffene Bienenvolk festgelegt. Das ist korrekt, das ist etwa ein Kilometer, wird ein Sperrbezirk festgelegt. Erkannt werden Fälle jedoch in der Regel nur, wenn die Imkerinnen und Imker ihre Völker beim Veterinäramt testen lassen. Nein, erkannt werden die Fälle immer, auch wenn die Bienenvölker nicht getestet sind. Weil haben wir einen Faulbrutfall, dann wird dieses Volk unter Umständen oder höchstwahrscheinlich auch andere Völker an anderen Bienenständen anstecken, weil es gibt eine sogenannte Migration von Bienen, also ein Verflug von Bienen. Auch die Drohnen fliegen von Volk zu Volk und können Sporen bzw. Bakterien mitnehmen. Also das ist alles möglich. Man findet diesen Faulbrutfall, den findet man auf jeden Fall dann früher oder später. Ob man jetzt speziell dieses Volk rausfinden kann, von dem aus das gestartet ist, sei mal dahingestellt. Aber ist das wichtig? Wenn ein Faulbrutfall herrscht, dann herrscht er in der ganzen Umgebung und dann ist einfach irgendwo wurden Faulbrutspuren eingetragen, die es bei uns in Mitteleuropa oder in Deutschland, sage ich jetzt mal ganz speziell, nicht geben sollte, die aus dem Ausland kommen. Da wurden hier Honige verfüttert, vielleicht auch Honige von älteren Herrschaften, die es gut gemeint haben, der Biene ein bisschen helfen, der Wildbiene, der Honigbiene ein bisschen helfen und Honigwasser aufs Fensterbrett stellen, aber natürlich Honig. Man muss ja sparen, Billighonig, dann weiß man genau, das ist ein Honig aus Chinesien. Ich mag jetzt nicht irgendwelche Discounter hier diskreditieren oder ansprechen, das spielt keine Rolle, weil diese Honig aus Chinesien, die findet man überall. Wenn es auf dem Honigglas hinten steht, Mischung aus EU- und Nicht-EU-Ländern, auf manchen Honiggläsern steht sogar definitiv Mischung aus Nicht-EU-Ländern, also garantiert nicht aus der EU, sondern deutlich weiter weg. Dann kann man sich natürlich seine Gedanken machen, selbstverständlich. Ja. Ach ja, YouTube-Imker täten das in der Regel nicht, also ihre Völker beim Veterinäramt testen lassen. Man muss ein Volk nicht beim Veterinäramt testen lassen, da muss ich diesem Christian Krug einfach nochmal ein bisschen Information geben, falls der Christian Krug dieses Video sieht. Lass dich informiert sein, nicht beim Veterinäramt werden Völker getestet, sondern, jetzt. 3, 2, 1. Bingo. Im Labor. Das Veterinäramt bekommt nur diese Informationen. Also lass dich informiert sein, Christian Krug. Du kannst was lernen. Er schreibt da, die YouTube-Imker täten das in der Regel nicht. Das ist schon wieder so eine Lüge. Eine Lüge in YouTube-Videos. Ich meine, ich bin in der glücklichen Lage. Ich muss es nicht, jetzt meine Völker nicht unbedingt eine Futtergansprobe nehmen, die erst ins Labor schicken, den Laborbericht abwarten, dann schickt das Labor ans Veterinäramt oder an mich. Und dann wird erst ein Gesundheitszeugnis ausgestellt, weil bei uns in Baden-Württemberg ist es so, dass der Bienensachverständige kommt, schaut sich die Völker wirklich akribisch an, wirklich macht die Streichholzprobe und geht wirklich die Völker durch, um dann nachher ein Gesundheitszeugnis auszustellen. In anderen Bundesländern ist es anders. Und viele YouTube-Imker zeigen, wie sie eine Futterkranzprobe nehmen, wie das gemacht wird, um andere, die wiederum YouTube-Videos schauen, zu informieren. Achtet auf eure Völker, macht die Futterkranzprobe, schickt es ein, geht auf Nummer sicher. Also was dieser Christian Krug hier erreichen will, kann nur er wissen. Also es ist auf jeden Fall extrem falsche Meinungsmache. Weiterhin schreibt er, so gäbe es Sperrbezirke, in denen die Quelle seit Jahren nicht gefunden werde, sagt Christian Krug. So einen Fall haben wir rund um Pinneberg. Ja, solche Fälle gibt es, dass ein Faulbrutkern nicht gefunden werden kann. An was liegt es denn?
Liegt es an einem Imker, der in diesem Kreis schlecht imkert? Möglich. Aber wenn dieser Imker Faulbrut in seinen 2, 3, 4, 5 Völkern hat, es ist ja erwiesen, dass der durchschnittliche Imker in Deutschland 7 Völker hat, das heißt also zwischen 2 und 10 Völker, sagen wir mal. Wenn man da hat seine 5 oder 6 oder 7 Völker, dann würden seine Völker früher oder später an Faulbrut komplett eingehen. Keine Chance. Aber es gehen etwa 300.000, 400.000 Schwärme ab, jedes Jahr in Deutschland. Diese Schwärme hängen irgendwo draußen, die gehen nicht gleich kaputt unter Umständen, sondern es kann sein, dass die auch ein Jahr oder anderthalb Jahre überleben und dann erst eingehen. Auch diese Schwärme besorgen sich irgendwoher ihren Nektar, ihren Honig. Und wenn die Honigtöpfchen aus Hotels leer schlecken können oder von Großabfüllern den Honig rausholen, der mit Faulbrut, Bakterien bzw. Spuren versetzt ist, dann wird man diese Völker, die irgendwo im Wald, irgendwo an einem Baum, irgendwo in einer Baumhöhle hängen, niemals rausfinden können. Dieser Christian Krug bezieht alles auf YouTube-Imker. Vergisst, dass es Schwärme gibt, jede Menge Schwärme, jedes Jahr. Ist das nicht idiotisch? Darf man zu so jemandem Idiot sagen? Meiner Meinung nach ja, darf man. Weiterhin schreibt er, das Problem, ein kontaminiertes Volk kann noch 3 bis 4 Jahre lang ansteckend sein, weil sich andere Bienen immer wieder an den Nahrungsvorräten bedienen. Richtig, ja. Befallene Völker können zwar in der Regel von den Imkern saniert werden, das kostet aber Zeit, Geld und Nerven. Natürlich, und jeder Imker, der so einen Fall hat, wird auf jeden Fall bemüht sein, diese Faulbrut wieder wegzubekommen. Haben wir jetzt auch eine aktuelle Situation. Der Nico vom Kanal Bienenliebe zeigt es ganz klar, seinen Faulbrutbefall am Stand. Hochachtung, sowas zu zeigen, macht nicht jeder, weil manche Leute glauben, dass es für sie ein Makel ist, wenn sie Faulbrut bei sich am Stand haben. Ist kein Makel, weil du hast keinen Zugriff darauf, wohin die Bienen fliegen. Immerhin sind es noch Wildtiere, du kannst sie nicht steuern wie eine Kuh. Aber so ist es halt. Und jeder Imker ist bemüht, meiner Meinung nach oder meines Wissens nach, diese Faulbrut wieder wegzubekommen. Und zwar mit professioneller Hilfe, das heißt mit dem Bienensachverständigen zusammen, mit dem Veterinäramt zusammen, mit dem Tierarzt, dass es wirklich in geordnete Bahnen läuft, nachher im Endeffekt. So schaut's aus. Steht weiter, Imkerverband will aktiver auf Social Media werden. Christian Krug ist optimistisch. Immer mehr Interessierte besuchen die Imkerkurse, bevor sie entscheiden, ob sie wirklich loslegen wollen. Kann ich befürworten, rate ich auch jedem, dass er so machen soll. Erstmal sich informieren. Weiter schreibt er, und der Verband versucht, in den sozialen Medien aktiver zu sein. Das wäre auch wünschenswert, dass die Verbände in den sozialen Medien aktiver sind. Dann müssen sie nicht so rumheulen, dass sie zu wenig Zulauf haben, dass die Imker von sich aus anfangen zu imkern ohne Informationen. Dann müssen sie nicht rumholen. Ne? Auch um für eine gute Ausbildung zu werben. Dabei könnte sich Christian Krug vorstellen, für eigene Videos mit Anbietern von Internet-Online-Tutorials zusammenzuarbeiten. Wir liefern das Know-how, die liefern die Hochglanzvideos. Was für eine arrogante, arschige Art der Aussage. Er ist der Beste, er ist der Tollste, die YouTube-Imker, die können nur Hochglanzvideos liefern, aber nichts dahinter. Und hier, hinter diesem Artikel, da steht ja wirklich nichts. Wenn man dann sieht, dass hier dieser NDR im gleichen Artikel die Bienensauna, die sogenannte Bienensauna, mit propagiert und jeder Imker weiß, wo sich der Entwickler der Bienensauna diese Bienensauna hinstecken kann. Und das soll jetzt ein qualitativer Bericht sein. Und weiterhin berichten sie im gleichen Artikel über Wildbienen. Und schaut mal, was sie abgebildet haben. Anstatt Wildbienen, was haben wir da abgebildet? Eine Honigbiene. Also der ganze Artikel ist meiner Meinung nach für den Arsch. Das ist einfach nur eine Polemik aufgebaut, der wirklich Hand und Fuß fehlt. Hand, Fuß und Arsch fehlt hier. Nee, Arsch ist es ja. Es ist eine bodenlose Unverschämtheit und Frechheit zu sagen, die YouTube-Imker sind alle schuld daran und alle, die nicht im Verband, bei ihm im Verband organisiert sind, das sind alles YouTube-Imker und die YouTube-Imker lassen ihre Völker verrecken. Die wissen nicht, wie es geht, die können es nicht machen. Wir werden die unterstützen, die können weiterhin ihre Hochglanzvideos machen und wir liefern den Content dazu.
Hey Leute, man sagt, der Dümmer geht immer, aber so dumm geht doch normal gar nicht. Meiner Meinung nach. Geht doch nicht. Es gibt so viele YouTube-Imker, die das Imkerhandwerk seriös erlernt haben, über Kurse. Ich habe zum Beispiel sämtliche Kurse gemacht, die möglich waren überhaupt, um Honigbienen zu halten. Nicht nur das, ich bin sogar noch weitergegangen. Ich habe sogar noch staatliche Kurse gemacht. Und jetzt, Christian Krug, ich bin YouTube-Imker. Meine Völker verrecken nicht. Und zwar vom ersten Bienenjahr an. Vom ersten Jahr an, wo ich Bienen gehabt habe. Ich habe noch nie einen Winterverlust gehabt. Hast du auch noch nie einen Winterverlust gehabt? Oder reißt du dich ein in diese 30% Verluste im Winter? Die sind halt normal. Diese idiotischen Aussagen, die Imker treffen. Na, denk mal drüber nach. Vielleicht solltest du bei mir in die Lehre kommen. Ich bin in die Lehre gegangen, in die Lehre eines Imkers, der bis zu 200 Bienenvölker gehalten hat, also durchaus im professionellen Bereich. Da bin ich jahrelang in die Lehre gegangen. Ich habe Imkerkurse besucht von Vereinen. Ich habe die Informationen. Ich kann dir sagen und ich kann dir auch zeigen, wie es geht. Mein Angebot steht. Mach mal einen Kurs.